als der Psychologe Chris Kelvin, der das mit der Untersuchung des Planeten Solaris beauftragte Forscherteam verstärken soll, die Raumstation erreicht, ist er schockiert. Denn nichts ist mehr so, wie er es vorzufinden erwartet hätte. Äußere Zerstörung und innere Zersetzung prägen die Situation. Das könnte, dem ersten Anschein nach, eine Weltraumgeschichte sein. Der Komponist Detlef Glarnat aber hat auf der Basis des gleichnamigen Romans von Stanislaw Lem zusammen mit seinem Librettisten Reinhard Palm vor allem Fragen des menschlichen Fühlens und Denkens, der verdrängten Erinnerungen zu einer beklemmenden Handlung verdichtet. Das Interessante daran ist, dass es ganz gewiss keine Science-Fiction-Oper ist, sondern eine bestimmte Versuchsanordnung. Der Lem spielt einen Fall durch, in dem ein Medium, in diesem Fall ein Planet, Erinnerungen, Träume und Wünsche und vor allen Dingen schlechte Lebenserfahrungen materialisieren kann, in Form von Personen, denen wir mal bereits begegnet sind. So begegnet Kelvin seiner jungen Ehefrau Harai, die sich seinetwegen vor Jahren das Leben nahm. Doch tritt ihm nur ein synthetisches Abbild und nicht der Mensch Harai selbst gegenüber, entstanden aus Erinnerungsfetzen und materialisiert vom Ozean, der die Oberfläche des Planeten Solaris bedeckt. Gerade bei der Harai, die ja eine Erinnerung ist, habe ich versucht, eine Musik zu schreiben, die uns bekannt vorkommt, aber gleichzeitig vollkommen ungehört ist. Es wird ein Rückgriff vorgenommen auf alte, bekannte Musiken, aber sie sind so verfremdet, so übereinander geschichtet, dass sie gleichzeitig wieder neu erklingen. Detlef Glarnat ist mit Solaris eine farbenreich schillernde, vielschichtige Partitur gelungen, die neben überwältigenden klanglichen Verdichtungen immer wieder auch von sehr transparenten kammermusikalischen Tönen geprägt wird. Mit einer enormen stilistischen Beweglichkeit, etwa mit Anspielungen auf Gustav Mahler oder Maurice Ravel, sehr viel Atmosphäre und Spannung schafft. Vor allem aber spiegelt seine Partitur die kosmische Einsamkeit genauso gut wider wie den Psychoterror, den sich die Forscher auf Solaris durch ihre eigenen fleischgewordenen Schuldgefühle immer wieder ausgesetzt sehen. Mir hat es zum Beispiel großen Spaß gemacht, die reinen Konversationsszenen mit Fantasie-Computergeräuschen auszustatten, wie ein Computer wohl in der Zukunft klingen würde. Und ich wollte gerade aus diesem Grunde weg von elektronischen Fantasien und elektrischen Tonerzeugungen und habe also ein bestimmtes Klangbild, Klangmuster technischer Aktivitäten mit den herkömmlichen Instrumenten versucht herzustellen. Es hat eine enorme Emotionalität, es hat also Momente der größten Intimität, es hat aber auch Momente der größten Verzweiflung und es endet richtig tragisch.